Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, beim letzten Mal haben wir am Lager gearbeitet und an dem komischen Teil da, das was da vor uns raus explodiert ist, das brauchen wir nicht mehr. Und ja, ich merke langsam, dass meine Ölquelle, die da vorne ist, zur Neige geht. Wir haben zwar jetzt noch 1000 Eimer, aber wir möchten ja auch irgendwann noch mehr machen. Also sollten wir auch schauen, dass wir da natürlich auch die Ölpumpe wieder zum Laufen kriegen. Und deswegen will ich ja zwei Gerätschaften bauen, die uns das ein bisschen erleichtern. Also einmal die Gerätschaft Pump und dann da auch eine 4-Watt Batterie dazu. Ja, das wollen wir auch. Ich hoffe, dass wir alles da haben. Das heißt, heute mal wieder wenig technisch. Das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Fluid Extractor. Nein, Energy Hedge brauchen wir auch nicht. Da ist die Advanced Pump. Dafür brauchen wir 4 Pumpen, 2 Good Circuits und 4 Motoren. Das ist ja auch sehr schön. Wir brauchen ja sowieso für die eine Quest 4 Motoren. Und die wollen wir jetzt auch bauen. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Für die Motoren. Ich habe auf jeden Fall Copper-Nickel-Wire, habe ich schon mal 20 Stück. Copper-Wire habe ich 9. Okay, dann heißt es jetzt für mich, jetzt brauche ich erstmal 20 mal Bronze. Jetzt wird gleich wieder für mich laut. Für euch bestimmt auch. Problem ist nur, wenn ich das noch leiser mache. Geht. Also für mich geht. Ups. Gnauen ist nicht gut. Gnauen ist gar nicht gut. Ah, ich habe die Batterie geladen. Okay, da kann ich die mal mitschleppen. Dass wir das weiter vorantreiben. So, wir brauchen Good Electronic Circuits. Dafür brauchen wir ja Circuits. Wir brauchen die Dioden. Wir brauchen Copper Wire. Und wir brauchen 4 Boards. Die 4 Boards sind das wenigste Problem. Da müsste ich jetzt auch mal demnächst mal anfangen, dass wir an dem Problem auch ein bisschen arbeiten. So, dann kann ich mir mal schnell bitte hier 2 aussuchen. Dann können wir ein wenig Gold sparen. 2 Circuit Boards. Dann die Dioden, das Kupferkabel. Was habe ich jetzt vergessen? Die Circuits. Okay. Danke. Dann heißt es gleich für mich, ich muss die nach hinten drehen. Soldering. Soldering. Wo habe ich das Soldering hin? Ich kann mir das nicht merken. Poly. Doch, Soldering Iron, ich habe es gelesen. Die unteren. Okay. Dann hätte ich gesagt, machen wir mal gleich 16 Stück. Aber das Zeug werde ich wirklich noch richtig brauchen, weil ich will ja noch Circuits herstellen, ich will die Boards herstellen und alles Mögliche. So. Danke. So, dann haben wir schon mal 2 Good Electronic Circuits. Dann brauche ich jetzt auf jeden Fall 16 mal davon. Aber dafür brauche ich das und ich brauche 4 mal Poly.
den 8. Circuit brauche ich auch gleich. Was ich auch noch gleich brauchen werde, ist Kupferkabel. Das heißt, 4 Stück sollte ich auf jeden Fall auf die Seite legen. Und dann kann ich gleich nämlich anfangen, das Kabel herstellen zu lassen. Kupfer kommt mal schnell da rein. Auch wenn ich weiß, dass ich schon ein bisschen was habe. Aber ich werde gleich richtig viel brauchen, weil wir brauchen einen Battery Buffer auch noch. Okay, dann haben wir jetzt die Aluminiumplatte. Schmeiße ich da rein. Genau, dann brauche ich dich. 63 Stück. Und von dir 7. Dann brauche ich den da. Das da. Da kann ich hier gleich die 24 reinschmeißen. So, hab schon mal ein Stack. Dann kommt der da rein. Perfekt. Und davon brauche ich jetzt auch nochmal die Hälfte. Und dann 4. Okay, so, dann hatte ich gesagt, dann machen wir als nächstes Motoren. Mein EBF müsste jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen Aluminium durchgelassen haben. Jawohl, 10 Stück haben wir schon. So, das heißt, ich brauche jetzt wieder meinen Rod. Dann brauchen wir jetzt, ich habe 4 Motoren zu bauen. Dann brauche ich mindestens 4 Stück. Und ich brauche 2x Stahl. Nickel Wire muss ich auch noch gleich gucken. Müsste ich aber auch noch was rumliegen haben. Ich nehme mich gleich mit. Ich nehme mich auch mit. So, dann heißt es jetzt, du gehst da rein. Okay, dann mache ich dich mal da weg. So, ich brauche auf jeden Fall 6, weil ich ja 2 Pistons, glaube ich, brauche. Und ich brauche nochmal 2, aber das mache ich dann mit dem drüben, weil der IBF ja noch rausspuckt. Okay, Maschinenhallhammer. Ich brauche auf jeden Fall auch noch eine Kiste. So, das müsste eigentlich der einfachere Part sein. Medium Voltage Battery Buffer. Jawohl, Hammer. Sehr schön. Das heißt, jetzt wird dann bestimmt eine Quest aufgegangen sein mit einem 9er. Nö, nicht mal. Okay. Ich brauche Cupronickel Wire. Cupronickel. Du bist hier. Nochmal 16 Stück. Habt schon mal hier ein Stack. Bin ja mal begeistert. Halt! Die vergesse ich immer. Ich weiß nicht warum. Mag's denn nicht. Halt! Und vom Kupferkabel nehme ich auch gleich noch was mit. Ja, auch gleich brauchen. So, du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein und du kommst rein. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Und es ist einiges aufgeploppt. Wunderbar. MV Energy Hedge. Solidifier. Okay, was haben wir da oben? Okay, Portable Prospecting Tool. Was haben wir hier hinten? IO.
Ende Ovigat. Okay. Tantalum Niter. Und hier hinten haben wir Automining. Ja, das würde mich auf jeden Fall auch noch interessieren. Und den Super Tank Number One. Den habe ich doch schon längst. Der Tank HV Tank und Fluid Solidifier. Pumpe hat er nicht da. Wenn ich jetzt, da muss ich jetzt nur eine bauen. Ich brauche sowieso welche. So, das heißt jetzt, ich habe jetzt hier meine Motoren, ich habe die Ringe da, ich habe die Schrauben da, ich habe die, ja, ich habe mal wieder meine Pipes vergessen. Brauche 4 Stück. Heißt 2 Stück. Da rein. Schön. Das Small Gear machen wir später. Weil das sind ja dann die Pistons, was wir noch brauchen. Weiß noch gar nicht, was ich gerade alles im Kopf habe. Bestimmt wieder zu viel. 1, 2, 3, 4. Vielen Dank. Pumpe hat er auch. MV Energy Hedge requires Lubricant. Okay. Seed Oil. Ich hab mein, ich habe Lubricant schon offen. Okay. Ja. Dann hätte ich gesagt, dann versuchen wir mal die Pumpe zu bauen. Die Pumpe, Pumpe, Pumpe. Das war auf jeden Fall, wenn ich mich jetzt nicht täusche, so, so. So? Nein? Nein. Ah, okay. Large Steel Fluid Pipes. Large. Brauche ich 12. Bestimmt. Large Steel Fluid Pipe. So, das heißt, wir machen das da. Jawohl. Hab recht gehabt. Und ich habe jetzt schon mal die bessere Pumpe. So, okay, Advanced Pump. Die werden wir dann mal demnächst in Angriff nehmen. Das Erste, was ich aber mache, ist das da. Oh, jetzt vergesst, Sandstone kann ich auch noch machen. Haben wir noch nicht gehabt. So, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Pumpe. Die Frage ist jetzt für mich, auf was gehe ich jetzt als nächstes? Ich hab vielleicht noch die Möglichkeit, ja, wobei der Miner wäre eigentlich das Intelligentere. Wenn ich jetzt als nächstes den Advanced Miner baue. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Pisten, beziehungsweise ich brauche zwei, das weiß ich. Das heißt, ich brauche noch mal zwei Motoren. Zwei Motoren. Zwei Pistons. Und zwei Small Gears. Ich hoffe, dass ich alles habe. So. Davon noch mal vier. Dann habe ich ja die Platten, glaube ich, schon gemacht.
Aber die Platten habe ich auch schon. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall. Brauche auf jeden Fall hier nochmal 16. Okay, ein Kupferkabel konnte nicht bearbeitet werden. Kommt jetzt als nächstes wieder Poly rein. Ja, da muss ich jetzt mal gucken, wie schaut es mit dem Strom aus. Schaut gut aus. Sehr gut aus. Das heißt, wir haben Strom genügend da. Dann brauche ich davon nochmal 16. Dann müsste ich jetzt auch hinten 16 leere Zellen hoffentlich drin haben. Toll. Und dann lasse ich gleich nochmal 16 Stück machen. Weil vom Aluminium brauche ich momentan etwas mehr. Und solange ich noch Strom habe, soll ich ihn auf jeden Fall auch verwenden. Danke fürs Gespräch. So, dann machen wir komische Sachen. Davon brauche ich nochmal 4. Davon habe ich die 16. Die kommen jetzt wieder. Dann Wechsel da rein. Da rein. So, wir haben ja Kupferkabel hergestellt. Hoffentlich etwas mehr. So. Das ist halt nur gerade die Frage. Reicht mir ein Achter? Mir reicht ein Achter. Gut. Kommst du wieder zurück? Hast du da reingelegt? Dankeschön. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier einen Achter. Ich habe jetzt meine Aluminiumplatten. Ich habe das, ich habe das. Ich brauche noch das. Das Kupferkabel sollte ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Kiste habe ich vergessen. So, das heißt jetzt Aluminiumrod, Platten, die da. Okay, ich brauche sowieso noch mal eine Kiste. Kann ich noch die anderen in der Zeit mal schnell schön brav durch hinterlaufen lassen. Die kann ich noch zusätzlich laufen lassen und ich brauche noch mal eine Kiste. Bin mal gespannt, wann. Ah, ja. Ich habe noch was ganz Unwichtiges vergessen. Davon brauche ich bitte 2. Und von Goldwire brauche ich 16. Was Kleines, Unbedeutendes vergessen. Ach ja, sag jetzt mal noch. Nochmal 4 bitte. Gehen weg, wir haben es sammeln. Okay, dann hätte ich gesagt, machen wir als nächstes Asch nochmal. Wie viel brauche ich denn für den Miner? Braucht 2. Verdammt, ich habe. Ja, ich brauche nur 2 Pistons, aber ich brauche 3 Motoren. Das heißt, ich brauche nochmal einen Alu. Ja. Und dann haben wir jetzt 3 Motoren. Jetzt brauche ich dann 3 Pistons. 2 Pistons. 1, 2. Dankeschön. Und auf jeden Fall noch einiges dazu.
Vending Machine, die nächste brauche ich auch noch. Ja, ich muss, wie gesagt, ich muss sowieso alle Dinger mal austauschen. Bei der Tools finde ich lustig. ja, ich habe einen Kobaltkopf mittlerweile. Bin mal gespannt, was er mit andrehen will. Super Tank. Okay, den brauchen wir aber irgendwann sowieso wieder. So, jetzt haben wir zwei Pistons. Wir haben. So, die zwei Pistons kommen dahin. Der Motor kommt dahin. Dann habe ich ja sowieso jetzt noch mein Kabel. MV-Hall-Kiste. 9er Slot. Medium Battery Buffer. Der ist dann für den anderen. So, Goodminer braucht Double Copper Cable. Jetzt ist die Frage, habe ich nicht sowas gehabt? Muss noch mal schnell vorne gucken. Oder Moment, nee, muss ich nicht erstmal. T. Ah, ich hab's doch gewusst. Okay, dann brauche ich jetzt noch mal zwei Circuits und den Sensor. Dafür brauche ich noch mal ein Circuit. Alles klar. Davon zwei. Mist, stimmt. Brauche noch mal ein Board. Auf jeden Fall muss ich mir jetzt aufschreiben fürs nächste Mal. Ich muss diese billigere Version von den Boards machen. Das kann ich ja erstmal in LV machen. Das muss ich ja nicht gleich in den größeren Maschinen machen. Weil dafür reicht mir auch die Circuit Boards nicht. Der Wahnsinn, dann macht man sich mal 21 Circuits und dann pusht man die schneller weg, als man gucken kann. So, ich brauche jetzt noch für dich, brauche ich jetzt noch einen Elektrumrod und vier Aluminiumplatten. Elektrum ist gelblich. Unten. Ja, ich würde eigentlich sagen, du kannst dir den doch sowieso nicht bauen, weil du brauchst doch dafür Emeralds. Ja, ich war beim Nether. Und habe im Nether, bin nochmal sozusagen die Treppe nach unten gegangen und habe dann da von da aus gegraben. Und ja, auf einmal stand ich in Emeralds. Und ja, ich habe ein paar. Okay, dann habe ich das, dann habe ich das, dann habe ich das. Ich habe meinen Circuit. Ich müsste eigentlich alles haben. I hope. So, dann heißt es jetzt für mich, du kommst dahin. Du warst da und das Circuit war hier. Und ich habe meinen Sensor MV. So, Portable Prospecting Tool Scanner. Now then you have some tech you've dis. Ah, okay. Das ist als sozusagen ein Handscanner, da kann man mit schöne Sachen machen. Problem ist nur, mittlerweile interessiert mich das fast schon gar nicht mehr. So, du kommst dahin und du kommst dahin. Und was habe ich jetzt wieder falsch? Zweifach. MV zweifach. Gut, Sensor, gut. Jetzt blöd. Gut.
Ja, Sensor, gut. Copper Cable, Machine Hall habe ich da vielleicht. Ja, ich habe einen Battery Buffer reingeknallt. Machine Hall, danke. Wir haben einen Godminer. Gut, gut, gut. So. Dann heißt es jetzt für mich, ich habe jetzt da Batterien. Ich glaube noch nicht, dass ich da drüben schon, habe ich da drüben schon angefangen, die guten Batterien, die Good Batteries reinzupacken. Ich glaube schon, ne? Ich hoffe. Nur 8 Batterien, was ich jetzt gerade dabei habe, ist zu wenig, wenn ich sie drin habe. Ja, und so viel Platz habe ich auch gar nicht. So, Good Miner, Medium, Pump. Den anderen. Also machen wir es mal richtig rum, dass wir auch wissen, wo was hinkert. So, das heißt, mein Problem ist jetzt dann, ich habe jetzt dann auch erstmal das Platzproblem für den Nether. So, das heißt, zack und zack, dann kommen die schon mal wieder rein. Kommen die da rein, dann habe ich jetzt drei. Und das Schöne ist ja jetzt der neue Miner, den wo ich jetzt habe. Der ist hat ja eine größere Fläche. Das sieht man, glaube ich, hier. Genau, der alte Miner hatte ja eine Fläche von. Wir schauen nach. Von 17 mal 17. Und der hatte schon 33 mal 33. Also der ist jetzt doppelt so groß. Und auch, glaube ich, doppelt so schnell. So, und ja, ich warte. Heißt, ich brauche den Rucksack sowieso gleich. Den Wrench habe ich auch dabei. Ich hoffe, das bist ein Stahl-Wrench. Jawohl. Muss mal demnächst mal das ganze Graffel aus Damaskusstahl oder aus irgendwas besserem Zeug noch machen. So, wir gehen auch gleich wieder in den Bereich, wo man schöner Miner steht. So, und Netherrack 4 Stück einstecken. Glaube. Ja, ich bin doof. Aber sowas von. Ich muss noch mal nach Hause. Ich habe eine Kleinigkeit vergessen. Kleinigkeit habe ich wirklich vergessen. Werkstatt. Wenn man schon die Sachen rausräumt, ne, um die Erze aufzuräumen, dann sollte man sie auch. Da lassen, also oder wieder mitnehmen, wenn man fertig ist. Ich hält. So. Jetzt hat er. Soweit ich jetzt weiß, habe ich diesen kompletten Bereich halt. Portale. Lalalala. Und Teleport. Soweit ich jetzt weiß, habe ich jetzt den da ausgehöhlt. Das heißt für mich aber, ich kann den da auslassen, muss es an dem da weiter jetzt machen. Okay, so, dann lasse ich dich auf jeden Fall mal stehen. Werde dann auch irgendwann mal eine Endeperle brauchen, vermute ich, weil ich jetzt mal, ich habe
Ich habe die das letzte Mal verbummelt. Noch ein bisschen habe ich noch. Wow. So, okay, der steht schon mal safe, aber der Rest ist noch weg. Es kann sogar sein, dass ich dass ich sogar noch mal einen noch eine andere Pipe brauche. Dass ich eventuell die nächste Item-Pipe braucht, weil der jetzt zu schnell wird. Werden wir jetzt gleich wissen. So. Okay, dann heißt es jetzt, du kommst dahin. Du kommst dahin. Und du kommst dahin. Und dann baue ich noch den da oben, den Drawer. Dann haben wir es. Dann schauen wir mal, ob ich nochmal andere Pipes brauche. So. Dann ist als nächstes. Ich glaube, ich habe die einen zu tief gesetzt. Ja. Habe ich wieder die Umrechnung nicht mit einkalkuliert. Ich habe gesagt, ich will einen höher. Deswegen habe ich auch die Decke weggemacht. So. 1, 2, 3. Danke. So, dann brauche ich jetzt als nächstes den Medium Voltage Battery Buffer. Also mit Batterien. Okay. Und dann als letztes jetzt noch den, gut, Miner. Und du machst es dahin. So, und jetzt als letztes brauche ich natürlich noch die Pipes. So, und der läuft jetzt schon mal klack. Also, Item Output natürlich. Mal da rein. Na komm. Ich hab doch nach oben abgegeben, oder? Ach so. Hä? Da, nichts rein. Jetzt kriege ich was rein. Ich glaube, der hat blockiert. Ja, ich muss auf jeden Fall die Pipe austauschen und bring noch gleich eine Enderperle mit. Das heißt, ich stelle den mal an. Ich hoffe, dass er den. Nee, den wird er nicht erreichen. Dann stellen wir den gleich mal sauber auf. Da, wo er hinkört. Hier hin. Dann brauche ich dich, weil da müsste jetzt der Hebel sein. Okay, lasse ich dich laufen. So, das heißt jetzt für uns, wir brauchen auf jeden Fall andere Pipes und wir brauchen noch eine Enderperle. So, das machen wir jetzt wieder im Schnelldurchlauf.
Oh, das heißt jetzt als erstes, wir gehen zur Lagermauer. Ja, wir gehen langsam die Enderperlen aus und wir gehen nach hinten in die Werkstatt. Wir legen uns kurz hin. Ja, wie gesagt, da kommt noch demnächst eine Umfrage. Oder kam's, ist es schon draußen? Wenn nicht, müsste man nachgucken. Dann brauche ich jetzt auf jeden Fall Normal Pipes. Das ist, bist du. Und ich brauche drei Stück, haben wir gesagt. Also 9 Elektrum. Das war wieder das gelbe Zeug. Ich hoffe, dass das das normale war. Und ich hoffe, dass das Elektrum war. Jawohl, war's. Das hatte ich noch richtig im Kopf. Dann wieder ab zu die Portale. Und dann Lager richtig durchlaufen. Das wird auf jeden Fall dann jetzt dann viel, viel besser, wenn ich dann bei Hafer irgendwann mal ankomme. Hafer Assembler fertig ist. So, als allererstes die Pipes weg. So. Das haben wir mal erledigt. Und jetzt müsste der auf jeden Fall, ja, und schaut mal einfach, die Geschwindigkeit ist doch viel, viel besser, oder? So, apropos besser, die Kiste stelle ich mal dahin. So, und die Enderperle, bevor ich es vergesse, haue ich hier rein. So, der geht jetzt auf jeden Fall. Das Schlimme ist, der ist immer noch hier. Ja, also der wird jetzt auf jeden Fall viel, viel mehr Krusch finden in der Umgebung. Oh, hallo Kobalt. Und das Schöne ist jetzt halt, ne, ich brauche jetzt nicht mehr jeden nehmen, sondern jeden zweiten. Wird auf jeden Fall interessanter. So. Das heißt, ich habe mal das geschafft, was ich schaffen wollte. Ich werde jetzt mir meine Batterien nochmal aufladen. Und die Pumpe werde ich dann halt. Habe ich dich schon gescannt? Nö. Dich ja, dich nein. So, das heißt, Batterien haben wir jetzt auch nochmal ein paar mehr dazu bekommen. Und wir haben es geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben besseren Miner. Wir haben. Ja, das heißt, die Pumpe wird hier ausgetauscht. Aber ich muss erst noch den Super Tank leer kriegen. Oder ich muss eventuell sogar mal die Pumpe abbauen. Und die ganzen Mining Pipes drunter. Aber das. Ja, machen wir beim nächsten Mal oder ich mach's vorher, zu schauen, ob dann überhaupt noch was drin ist, weil wenn nichts mehr drin ist, dann wird die Pumpe nämlich gleich richtig aufgestellt. Mein Problem wird es sein, ja, wir brauchen einen dritten Henker. Ja, wir brauchen einen dritten, weil einer steht jetzt dann hier. Der da wird dann vielleicht geladen. Wie gesagt, der wird definitiv. Wo bin ich denn? Ich bin hier. Der hier wird auf jeden Fall nicht mehr geladen. Also das heißt, ich brauche hier einen. Wenn ich da unten sein sollte, brauche ich hier einen. Und wenn ich nicht im Nether bin, brauche ich da einen. Und eigentlich bräuchte ich hier in der Baumfarm drüben auch einen.
Oh Mann. Und mein Lager habe ich. Ja doch, ich habe es ein bisschen. Das können wir uns noch kurz angucken. Ich habe da nämlich ein bisschen die Drawer erweitert. Glaube ich zumindest. Weiß schon gar nicht mehr selber, wo ich was ich gemacht habe und was nicht. Ich weiß, Alter und so. Bin grau. Nicht weise. So, ja, also ich habe jetzt schon mal alles soweit aufgestellt, was mir eingefallen ist. Da müsste Abyssal hinkommen. Alles andere steht. Das Lustige ist, ich bin mit den Steinen fast voll. Top. Habe aber noch zwei frei, aber ich habe auch noch zwei drüber. Also ist nicht so, dass da nichts mehr geht. Wie gesagt, Java habe ich auch noch. Und habe hier angefangen, das Rodezeugchen zu machen. Hier kommt dann irgendwann noch Netherrack und Soul Sand. Habe ich auf jeden Fall auch noch. Und ja, ich glaube, da habe ich noch viel, viel mehr wie Sandstein. Die wollte ich aber, glaube ich, nach hinten verfrachten. Weil ich mir jetzt mittlerweile überlegt habe. Kann mir noch schnell nochmal hinlaufen. Und man sieht es, ne? Also Draw habe ich angefangen. Habe ich auch auf der anderen Seite. Ich bin noch momentan mal überlegen, wie ich das hier mache. Weil mein Problem ist, es ist leider nicht so schön teilbar. Wie da. Es kann halt sein, dass ich es dann nochmal verändere. Oder ich lasse es in Ruhe und mache da Tanks hin. Habe ich jetzt erst gesagt, ich will drüben anfangen. So, und sobald ich jetzt dann hier die 7 Stück auch noch mal fertig habe, dann werden wir mal langsam mit Einräumen anfangen. Und ich muss mir auch mal überlegen, was dann noch alles auf mich zukommt, bezugnehmend andere schöne Sachen. Was ich auch noch beim Überlegen bin, bei meinem kleinen Holzhäuschen vorne, fehlt mir noch das Dach. Da habe ich ja die ganze Zeit überlegt, ob ich die Bricks nehme. Die zweite Möglichkeit sind natürlich andere rote Steine und ich weiß auf jeden Fall, dass es noch welche gibt. Waren, glaube ich, die von Railcraft. Genau. Und zwar die. Waren das die? Ja, das waren die. Die Bloodstained Bricks. Bloodstained Block. Smooth Sandstone. Ich glaube, da gibt es aber noch eine zweite Möglichkeit. Oh, das waren doch andere. Ja, es waren wirklich andere. Es waren die hier. Die Netherstones Blöcke. Und zwar Netherbricks einfach durchbrennen. Und die kann man ja herstellen. Dafür sammle ich ja gerade die ganze Zeit immer schön brav das rote Zeug da. Also das Graffel da. Und ich glaube, das war im Kompressor. Ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Schau lieber mal nach. Alloy-Smelter war es. Okay. Ja, mein kleines Problem wird nur sein, ich brauche dafür nochmal dieses Ingot Cast. Ja, okay, aber Poly stelle ich ja nicht ganze Zeit her. Ja nicht so, dass ich das dann mal nicht verwenden kann. Sollen wir es dann mal loslaufen lassen, weil der wird jetzt nämlich für mich als nächstes wichtig. Weil wir jetzt dann nämlich auch anfangen wollen, definitiv vorne die Baumfarm fertig zu bauen. Dass wir auch da die ersten Drawer einsortieren können, dass wir das erste Holz oder das Holz endlich auch lagern können, dass das nämlich auch verschwindet und vor allem, dass ich dann auch weiß, welches Holz ich muss anpflanzen muss und vor allem wo.
Genau. So, okay. Ich bin fast mal pünktlich fertig geworden. Ich bin begeistert von mir selber. Räume das ganze Graffiti jetzt auf. Und dann, ja, wünsche ich euch noch viel Spaß mit weiteren Videos von mir. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.